Hallo und herzliche Willkommenheit hier zurück bei The Krötiversum. Und ich sehe den Tobi wieder. Ich glaube, er läuft wieder rum. Ja, das hast du. Wow, Tobi, ganz toll. Ich gehe wieder nach unten zum Corrupt. Ah, nee, wir wollten in die Wüste, ne? Ja, wir wollten in die Wüste gehen, du. Aber vorher hole ich mir noch das Diamantchen dahinter. Nee, habe ich die schon geholt, die Diamanten? Ja, Mensch, wo ist er denn? Habe ich die alle schon geholt? Ich will nur ganz kurz gucken, ob ich die Diamanten schon geholt habe. Ich glaube, die habe ich schon geholt, letzte Folge. Ich habe einmal 10 mitgenommen. Das war so ein Ding, was in der Erde irgendwo steckte. Ja, sehr gut. Sehr gut. Wir können die auch alle brauchen, glaube ich. Auf Dauer. Ich habe die schon mitgenommen. Oh nein, ich werde verfolgt. Axel Voss greift mich gerade wieder an. Hot Voss. So. Haben wir eine Lizenz für dieses Spiel? In der Tat haben wir die sogar. Ein Träumchen. So? Ja, natürlich. Oh, da hinten geht's nicht rein, ne? Ja. Nur mal kurz gucken. Ja, Lucky Lucky machen, da ist nix. Ich frage mich ja, wie das mal laufen soll, ne? Wenn jetzt zum Beispiel, wenn du von Ubisoft gesagt bekommst, hier, let's play mal unser Spiel. Ja. Und du lädst das dann hoch bei YouTube und das wird aber geblockt wegen Upload-Filter, dann ist das doch irgendwie ein bisschen... Kann's eigentlich, also normalerweise, Let's Plays sind normalerweise nicht davon betroffen, eigentlich. Okay. Es sei denn, irgendwer behauptet, an irgendwas die Rechte zu haben, aus irgendeinem Grund, in Klammern natürlich, weil Leute daraus wieder Kohle ziehen wollen, vermute ich mal. Weil es ja meistens so ist. Einmal gehe ich nur runter. Ist ja wie mit, so. Den, wie mit den aktuellen Copyright-Claims, ne? Auf Musik und sowas. Wo oder Atmen. Ja auch, oder was? Oder Atemgeräusche. Genau. Ja, wirklich. Ist wirklich so. Genau das meine ich ja. Oh, warte mal, da ist übrigens ein Kollege. Nice, Tobi. Richtig geil. Oh, 3 Dust hat er direkt fallen gelassen. Gut. Und da ist der Nächste. Tobi, kommst du? Ja, ich wurde wieder gerade sehr schnell irgendwie gedamaged. Wo bist du denn? Ach da. Ja, die machen ordentlich Damage. Okay, der ist schon down. Prima. Oh Gott, hinter mir. Oh Gott. Boah. Oh, ich musste ganz schnell weg. Tut mir leid. Oh, okay. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Was ist denn? Nein! Tobi. Ich bin tot. Soll ich dich in Zukunft vielleicht Toti nennen? Mhm. War der Witz zu früh? War nicht so gut? Ich habe gerade für einen kurzen Moment schon wieder den Rückweg vor Augen gehabt, aber dann ist mir eingefallen, wir haben ja Teleportatoren. Teleportatoren. Oh ja, ja, stimmt ja. Du kannst ja super easy hier runter. Ja, eben. Ja, geil, weil wir vorausgedacht haben natürlich. Wow. Okay, ich muss also, sagen, jetzt muss ich das Lavaloch finden, aber ja. Tobi, wenn du groß bist, zeige ich dir mal, wo das Lavaloch ist. Das finde ich nett. Gar kein Problem. Brennt das dann auch? Das kommt drauf an, was du mit dem Lavaloch machst. Was denn? Ja, finde ich gut. Ich brauche unbedingt neue von diesen Dingern. Okay, den lass ich mal stehen. Geil, so. Ich muss jetzt einfach nur hier runterschwimmen. Oh, das ist so toll. Das ist voll gut, Tobi. Das ist so nice. Nice'n Stein. Gott, ich erinnere mich ein bisschen an Funk jetzt gerade. Hm? Schüsseldorf. Oh Gott, das hat mir so angewöhnt, ne? Aber eher von Zuschauern tatsächlich. Das ist schlimm. Ja. Was da alles gibt. Ganz furchtbar. Mist, jetzt fällt mir aber nichts mehr ein. Gerade. Ih, was bist du denn? Ih, oh Gott, oh Alter. Hi. Oh, holy shit. Da ist ein Viech, das heißt einfach nur Thing. Geh da bloß nicht hin. Tobi, Vorsicht. Ey, das schwimmt hoch. Das ist nicht gut. Ich bin sowas von weg. Das macht so viel Damage, Junge. Das ist tot. Das ist tot? Ja. Und die vertragen vielleicht kein Heilungswasser. Weil Heilung die Corruption vielleicht kaputt macht. Oder hast du es kaputt gehauen? Nee, bitte. Oh.
Alter! Ich habe gerade in das Säckelein vom Thing geguckt. Ich gehe kurz hoch und werde dir sofort mitteilen, was ich alles gefunden habe. Ich hoffe, ich darf das auch alles einlösen. Da sind nämlich ganz viele Rezepte dabei gewesen. Offenbar ist Thing eine sehr lohnenswerte Quelle. Zwei Diamond Mining Cell, also zwei Diamantenhandschuhe, hat das Ding dabei gehabt. Okay, Rezept für Yellow Beacon kenne ich schon, Rezept für Red Beacon kenne ich schon. Rezept für Blue Adobe Roof. Geil, okay. Mit Foto. Ja, wirklich. Und ansonsten weiß ich gar nicht, was da noch dabei war. Der Rest war, glaube ich, nicht so interessant. Aber drei Rezepte? Nee, vier. Es waren zwei Rezepte für Blue Adobe Roof hier. Ich dropp das mal, kannst du auch lernen. Ich hab mir das einfach mal gekrallt. Und wir haben zwei neue Diamond Mining Cells. Das ist schon ganz cool. Hier ist ein Sack, Tobi. Hier ist ein Sack. Das ist nice. Ne? Das ist ja voll geil. Vielleicht kann man die Viecher von der Corruption mit Heilung bekämpfen. Das würde ich natürlich gerne mal ausprobieren. Oh ja, das funktioniert. Mit dem Heilungswasser? Ja, ich glaube, die kriegen Damage davon. Was ist das? Ah, das bist du, okay. Da ist noch so ein Viech. Ich wünschte, wir hätten einen Sniper, mit dem wir irgendwie Viecher herlocken könnten. Oh! Ja, Bogen oder irgendwas. Alter, das geht echt gut. Mit Heilwasser. Die kriegen aber echt dreifach Schaden oder sowas davon. Aber richtig gut. Also kriegen unabhängig vom Schlagen, kriegen die vom Wasser selber Schaden. Ja, zum Glück können wir davon ja eine Menge mitnehmen. Um nicht zu sagen, unendlich. Ja, das ist schön. Okay, ich will mich nicht zu lange hier aufhalten, weil nichtsdestotrotz... Wir müssen in die Wüste jetzt mal eben. Ja, das müssen wir. Ja, das ist ein Fisch. Zwei sogar. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Wir müssen Miete bezahlen. Lel. So, ich zitter hier mal hoch. Was ist denn da los? So, jetzt. Mein Fuß! Tobi, nein! Nein! Oh nein! Jetzt hast du so einen Hühnchenfuß. Okay, da oben der Diamant ist auch fertig. Prima. So, wollen wir jetzt zurück? Ja, würde ich sagen, oder? Let's go, let's flow, my point. Ciao. So. Wo geht's hier eigentlich hin? Da unten. So, hast du Fische? Tobi, was ist denn mit dir, du Gewalttätiger? Du bist so ein Gewalttätigen. Kriegt so ein Fisch halt mal auf die Fresse, ist mit. Kenn ich gar nichts, kenn ich da. Ich finde das super geil, dass die anderen das Corrupted da Damage kriegen. Das finde ich super geil. Ist gut zu wissen, kann man sich ordentlich was mitnehmen von dem Wasser, glaube ich. Weißt du was? Das mache ich auch gerade mal. Oh. Ja, wenn du das so sagst, nicht? Es gibt zwar immer nach, das heißt, du musst immer mal wieder so ein bisschen wechseln, so die Stelle, wo du abhebst. Das mache ich immer, wenn ich von fremden Konten wieder Geld klaue. Ja, musst du mal aufpassen. Nicht zu viel abheben, sonst hinterlässt das ein Loch. Du musst immer unauffällig bleiben, damit es wieder nachwächst. Ist ja quasi unendlich Geld. Ja, klar. So. Aber ich frage mich, ob das hier irgendwann leer wird. Nee, eigentlich nicht, weil das Wasser sprudelt ja wieder nach. Was ich mich frage ist, habe ich jetzt richtig gelesen, dass die Corruption sich ausbreitet? War es klug, die nach oben zu bringen? Ich würde gerne oben mal einen Feldversuch machen, vielleicht in der Nähe unseres Hauses einfach mal einen Corrupted Block irgendwo hinsetzen und mal gucken, wie das sich ausbreitet. Da müssen wir auch alle abbauen hinterher. Breitet die sich aus, echt? Ich weiß es nicht, also
ich glaube, wenn ich es richtig gelesen habe. So. 100 reichen, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch. So. Ja, das geht schon. Glaube ich auch richtig. Ja, ich glaube, sieht richtig aus. Ja, oh, ja. Cool. So, oh, Träumchen. Ding dong. Niemand zu Hause? Schade. Dann gehe ich wieder. Ja, warte. Ich wollte eigentlich reinlaufen und dann zubauen. Okay. Wir müssen in die Wüste, ne? Ja, aber erstmal muss ich ganz dringend nach Hause. Ich habe was zu erledigen. Was hast du denn zu erledigen? Wichtige Dinge, Erik. Wichtige Dinge. Ach, so ist das also. So ist das also, Tobi. Sehr wichtige Dinge. Soll ich die Blöcke mitnehmen für zu Hause? Ich bin unsicher. Wo sind wir? Ach, da. Hier wird hier unsere Tür aufgelassen. Frechheit. So, okay. Also ich habe 17 Corrupted Dust. Oder wie, ne? Habe ich. Wir brauchten 22, glaube ich, insgesamt. Ich habe leider keinen. Nee, Tobi, warum? Nee. Enttäuschend. So. Ich hätte gerne eine Lava anbieten, Erik. Endlich. Oh, Lava hätte ich auch mal mitnehmen können. So, schön wieder hier zu sein. Oh, warte mal. Ach da. So. Hä, warum treffe ich das? Ach, weil Friendly Fire aus ist. Ah, okay. Was? Zum Glück war Discord bei mir gerade kurz weg. Sag mal. Ach nee, den bring ich jetzt nicht um. Ja, wo haben wir denn hier eine Wüste? Warte mal, ich guck mal auf eine Map. Ich weiß wo. Komm mal mit. Komm mal, schlafen kurz vorher. Ja, wobei, ne, komm, scheiß drauf. Ja. Oh, wow. Ja, komm doch, wir schlafen, dann sehen die Zuschauer mehr. Ja, geil. Ganz kurz. Wo ist denn das? Haben wir ein Bettchen hier überhaupt schon irgendwo hin? Wir hatten ein Bettchen, aber wo sind denn die? Die habe ich ja einstecken, glaube ich. Hier. Ja. Die sind Ewigkeiten in meinem Arsch. Oh, sehr gut. Dann sind die ja warm und braun. Hä? Used to sleep. Ja, wieso kann ich das in die Quickbar nicht machen? Ach, das ist ein Rezept für Betten. Ach so, hä? Ach, Tobi. Du bist für alle eine Enttäuschung. Toll, danke, Erik. Oh, ich geh jetzt schlafen. So. Hä? Wo ist denn der Tobi? Oh. Ey. Hm? So, wo ist denn? Das tat gut. Vielen Dank, Tobi. Ja, kein Problem. Gut geschlafen in meinem Bett. Naja, es war halt warm, braun und glitschig, aber... So, let's go. Vielleicht erinnerst du dich noch dran, auf dem Herweg hierher. Ach, auf der Insel, da waren so eine Insel, ne? Quasi direkt vor der Haustüre. Ach, das ist ja sogar da vorne sogar schon, oder? Genau, ja, das ist die schon. Ja, geil. Super easy. Ich sehe sogar Kakteen, die brauchen wir auch. Oh, warte. Ich gehe zuerst hier hin, weil... Genau da ist er nämlich. Oh, toll, ich bin runtergefallen.
So, okay, die Dust... Weißt du noch, wie schwer diese Dust Devils damals waren? Oder Dust ja. Evil? Ja, das hat sich erledigt. Wo? Oh. Aber ich glaube, vor diesen Trollen müssen wir trotzdem aufpassen. Also die Dust-Dinger, die schmeißen einen in die Luft, wie es aussieht. Da muss man ab und zu vielleicht mal gleiten. Ich farm die mal kurz. Und Kakteen nehme ich auch mal mit. So. Kann man ja mal machen, wenn sie schon mal da sind. So. Ja, Tobi, nice. So, und hier ist so ein komischer Steintroll. Ja, warte. Das sind die besten. Steintrolle sind die besten Trolle. Ach, ein Golem oder was? Ach, ein Trog? Cool. Was hatten wir dabei? Warte mal kurz. Banded when the Woodwall. Trog. Ah, Troghorn. Ja, super nice. Und das sind die Dinger, die wir brauchen, oder was? Genau, genau, genau. Ja, da gucken wir, da kriegen wir hin. Ich krieg mal hin. Da kriegen wir hin. Oh. Grunsch. Da gucken wir mal. Hier ist ein Trog. Ja, darauf ein Henkel trocken. Oder ein Trockenbrot. Oh Gott. Ja, tut mir leid, Tobi. Manchmal muss man sich aber entschuldigen. Huha. Okay. Ja, was mit dem? Oh. Ja. Ich glaube, da wollte gerade explodieren. Wieso drücke ich manchmal G? Ja, nice, Tobi. Geil. Das läuft ja wie am Scharnürchen. So. Ich muss gleich mal gucken, was man noch braucht. Stalag irgendwas. Hier ist Sandstone. Stalaktite? Stalagmite? Was ist da oben? Dankeschön. Oh nein, mein Inventory ist voll. Das ist nicht gut. Tobi, bist du noch da? Ja, ja, ich bin noch hier. Ich kämpfe gerade gegen. Ich mache mir ja nur immer Sorgen bei dem Spiel. Oh, Weathered Wood Wall, hier ist. Da ist was für dich. Also, wenn du willst. Ist noch was übrig geblieben? Ein Rezept, was ich schon kenne. So, was haben wir hier? Canyon Stone. Okay. Canyon West oder was? Kann ich noch irgendwas wegschmeißen? Hier, ganz ehrlich, die Dinger brauche ich gerade eigentlich auch nicht. Die Dinger auch nicht. 7 Limestone brauche ich auch nicht unbedingt. Bedrock bin ich auch nicht drauf angewiesen. Unbedingt. Oh, so ein Canyon Stone. Stucco Wall. Okay. Psst. Warte. Hallo. Was? Ach. Hallo, Herr Nachbar. Sie haben es aber schön da drüben. Ja, ich bin auch sehr stolz darauf. Haben Sie das mit einem Bausparvertrag finanziert? Aber natürlich doch. Von der Mannhawk Hamburger. Nein, Hamburg Mannheim. Hm. Auf diese Stall. Cool. Auf diese Schweine können sie bauen. So. Oh. Ja, wunderbar. Herabgesegelt. Was ist denn bitte hier oben? Busch. Blimscher. Oh, das ist Weed. Na toll. So, ja, hier fliegt überall so Gräschen. Kleine Gräschen fliegen überall rum. Enttäuschend. So. Wupp dich. Oh, und Trock ist ja auch dabei. So. Trockenroll, sag ich immer. Prima, Tobi. Geil, danke dir. Was sind das für Schmetterlinge hier eigentlich? Kann man die auch essen? Was? 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 Ich bin Affenjunge. Ich probiere erst und frage dann später. Ach so. So. Als Affenjunge kann ich alles essen und mache keinen schlechten Eindruck. So, Sandstone, Ruddy Sandstone, Dark Canyon Stone.
Soll ich ihn mal mitnehmen? Weil den haben wir noch nicht, glaube ich. Doch, haben wir schon. Okay. Weg damit. So. Ich guck mal, was wir alles bräuchten. Und was wollte ich eigentlich machen? Was war das eigentlich alles? Corruption Dust Infused Crystal können wir noch nicht machen, weil ich nicht weiß, wo die Kristalle herkommen. Ah, nee, wir wollten ja den Trank machen, deswegen sind wir hier. Ja. Wir können es aber, glaube ich, schon mal. Wir können es schon Diamantrüstung machen. Wie, was wir jetzt hier haben? Ja. Ja, okay, Diamantschwerter, also ne, Lumitschwerter werden teurer, weil wir dafür pro Schwert 10 Corruption Dust brauchen. Das heißt, wir müssen noch, also dafür brauchen wir 20 insgesamt noch. Und wir müssen mal gucken, wie wir das überhaupt da kriegen. Da müssen wir nochmal schauen. So. Aber das machen wir gerade als. Ich guck mal kurz, was die Tränke alles brauchen. Nochmal. Warte mal. Dust Evil Dust Cactus Flower. Oh. Wo krieg ich denn Kaktus? Wo gibt's denn Cactus Flower? Ich habe nur die Kaktus-Dicker da gefunden. Ja, ja, ich auch. Müssen die blühen oder was? Ah, ist doch scheiße. Was ist das da? Das da oben wollte ich noch gucken, was das ist, ne? Das hatte ich vorhin schon gesehen. Schwör ab. Was ist das denn? Ein Desert-Sukkulent? Oh. Ein schönes Blümchen einfach. Okay. Oh, toll. Das war nicht so geil. Was denn? Ah, ich bin gerade wogegen geknallt beim Fliegen. Oh. Hab gehört, du kennst das. So, oder? War hier nicht gerade noch ein Trock? Ich habe gerade aus alter Gewohnheit, wie man Minecraft, auf 1 gedrückt, mein Schwert zu aktivieren. Ja, das weiß ich, wie oft mir das schon passiert ist hier in dem Spiel. Das ist echt krass. Ständig, und 2 ist der Bogen. So. Ja, genau. Ganz schlimm. So, danke schön, lieber Trock. Ja, Kaktus. Hey, na. Hallo, guten Tag. Kaktusblumen, Tobi. Sind das die normalen Kaktusse vielleicht einfach? Ich weiß, also ich habe Kaktus normale mitgenommen. Kann ich die da vielleicht rausschälen? Mein biologisches Verständnis davon ist anders. Huch, was ist denn hier? Oh. Was? Es waren aber 3. Es waren 3, ja? Erik, bitte. Jetzt, wie stehe ich denn jetzt da? Ein bisschen wie Tobi. Wie peinlich. Du liegst da wie Tobi. Ja, naja, gut. Ja, okay, ich komme mal kurz vorbei. Das ist natürlich jetzt unangenehm. Sehr. Das ist peinlich für uns alle. Nee. Eigentlich nur für mich. Ja, ja. Danke, Tobi, dass du mich immer aufbaust in Stunden der Not. So. Ja, cool. Wieso sieht der Sand hier aus wie Baumkuchen, ey? Das ist ganz schlimm. Du kannst doch nicht immer noch Hunger haben. Nein, aber der Sand sieht aus wie Baumkuchen. Mach da Vollmilchschokolade drum, dann sieht das aus wie Baumkuchen. Der ja, stimmt. Ja, hast ein bisschen recht. So mit weißer Schokolade vielleicht. Ja. Zu sagen, dass ich fett bin oder was? Hä? Wieso hab ich nicht mal ansatzweise? Das möchtest du verstehen, Tobi. Hä? So, was denn? Sehr lax, ey, die machen mich fettig. Und der Canyon Floor sieht aus wie Schokolade einfach nur. So. Kaktus. Sag mal, hier waren davon noch ganz viele Kakteen, aber die sind alle weg, ne? Die Kaktus. Flowers kriegst du, wenn du die Kakteen einpflanzt und da wachsen dann die Blumen dran. Ich muss die also selber züchten? Ja. Du hast in die Wicke geguckt, ne? Heimlich.
Mhm. Ich bin ein schlauer Mensch, ehrlich. Ach so, ja, okay, ja, okay, Entschuldigung. Das würde ich auch niemals in Frage stellen. Grundsätzlich von sehr vielen Dingen sehr viel Ahnung. Mehr als die meisten Menschen. Wie kann denn meine Iron Arm gar damaged sein? Ach so, weil wir ja die ganze Zeit damit verprügeln. Arme, unschuldige Kreaturen. Ja, ja gut, Tobi, wenn das so ist, wie du sagst, ne? Dann müssen wir uns da wohl irgendwo so eine kleine Farm machen. Wachsen Kakteen überall oder nur in der Wüste? Die wachsen wohl überall, aber die brauchen wohl Sand zum Wachsen. Obwohl, wir haben ja Sand. Wir haben ja Sand damals zu Hause, Tobi. Da habe ich schon im Voraus, habe ich da schon mitgedacht. Gern geschehen, Tobi, gern geschehen. Was ist das denn hier? Ja, ja, mitdenken, das habe ich, das, Tobi, ist egal. Ich versuch's dir gar nicht erst zu erklären. Oh wow, hier ist eine Riesenhöhle. Hast du gutes Bauchgefühl? Nö, das brauche ich gar nicht. Die ist gut. Okay. Die ist wirklich, wirklich nicht schlecht, die Höhle. Okay, okay. Das hört man gern, Tobi. Das hört man gern. Okay, Sand, sagst du, ja? Ja. Naja, ist ja auch mal schön, wieder hier zu sein, ne? So. Hier kommt der Hot Stepper, Mörderer. I'm the Lyrical Gangster, Mörderer. Excuse me, Mr. Officer, Mörderer. Ich pack die jetzt einfach hier hin. Ich mach da jetzt nichts Schönes draus. Das ist einfach. Oh. Hab ich noch irgendwas zum Löschen hier? So, ich weiß gar nicht, wie man da braucht. Was brauchen wir die Flowers nochmal? Für den Trank, den Anti-Corruption-Trank. Ach ja. Ich wünschte, den könnte man in der Bundestagsmensa mal ausschenken. So. Okay. Ja. Mal gucken. Nee, nee, das reicht doch, Tobi. Wir haben nicht so, oder? Kann ich. Ein paar Tränke, ne? Ja, 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 gut. Und schon was, Erich. Desert Succulentseed. Also Kakteen. Ich weiß vor allem nicht, wie lange die brauchen, bis die gewachsen sind. Ja, das weiß ich auch nicht. Und kann man die so pflanzen? Weil in Minecraft geht das ja nun nicht. Das ist eine gute Frage. Ja. Ich mach mal hier so. Bisschen Feldversuch. Ja, Tobi, geil. Ich hab Wand gebaut, Erik. Mal gucken. Was passiert? Aua. Machen die Schaden? Nö. Nö. Mal gucken, was passiert. Sieht auch schön aus, ne? Also wachsen die einfach wie in Minecraft? Muss man die gießen? Kann ich irgendwas... Die haben gar keinen Zustand. Da steht nur Kaktus. Ne, die werden einfach so wachsen, denke ich. Denkst du? Kann natürlich auch nochmal mein schlaues Gehirn fragen. Wenn der Tobi denkt, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, pff. Okay, ja, puh. Wir können auch einfach die Folgen lang hier so stehen bleiben, bis vielleicht... Guck mal in die Wiki, wenn du gerade zufällig da hast. Ich mache. Dankeschön. Ich könnte heilendes Wasser hier noch ausschenken. Also da steht jetzt nichts dabei, ob man die jetzt nebeneinander pflanzen kann tatsächlich, aber du musst wohl nicht viel machen, außer warten. Ich finde, warten ist das Beste, was man in einem Let's Play machen kann, um Leute zu unterhalten. Ja, auf jeden Fall. Also
Erich, du musst deine, du musst ja noch dein Ding da oben hinstellen. Was? Mein Ding muss ich oben hinstellen? Was? Ja, deine Todesurne. Ach so, ich hab die gar nicht mitgenommen, Tobi. Du willst dich in die Hall of Shame einreihen. Hier, warte, warte mal. Kann ich, hab ich schon gelernt? Warte mal hier, Tobi, komm, ich droppe dir mal was, guck mal hier. Und hier auch nochmal, guck mal, wie ich dir was droppe. Drop it like it's hard. Ja, ist das nicht schön. Und ich hätte auch noch einen zweiten Diamanthandschuh für dich. Guck mal hier, den haben wir nicht so... Oh, fast die Mülltonne geworfen. Rezept. Kennen die auch schon leider alle. Ach so, ja, brauchen wir vielleicht eine Rezepttruhe für alten Scheiß oder so. So, 20. Ach hier, doch, Death Statue habe ich mitgenommen. Alles klar. Erik? Ja? Wait. Hm? Go for it. Hä? Okay, warte. Oh, ich habe auch so einen Pilz gegessen. Das wollte ich machen. Naja, habe ich auch was dazu beigetragen, Gruben. Schön. Wir sollten irgendwann wirklich Säulen daraus machen, oder? Ja, das geht. Die aufeinandersetzen kann, ich habe keine Ahnung. Doch, doch, geht. Also aufeinandersetzen kann man die wohl. Echt? Ja, dann machen wir so eine Hall of Shame tatsächlich vielleicht. Wir machen später einfach so eine Krypta, so eine Gruft quasi. Da machen wir aus Urnen Säulen davor und packen auch Urnen rein. Ich wette mit dir, die kriegen wir irgendwann voll. Also wenn du mich weiter in ihrem Let's Play hast, auf jeden Fall. Kannst du ein ganzes Haus draus bauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber hier, das kommt da raus. Corrupted Stone, habe ich keinen Platz mehr für hier. Naja, was willst du machen? Corrupted Dirt. Sulfur, passt auch nicht mehr rein. Stalaktite. Der ist halt sukkulent. Soft, smooth, non-pointy Cactus for Beginners. Grown from a seed. Can be used to cook. Okay. Tobi, ich höre das, ne? Ich wollte nur sagen, ich höre das. Gut, gut. Das ja, danke. Vielen Dank. So. Oh, hier sind ja noch vier. Hier sind noch vier Todesstatuen in der Kiste übrigens. Echt? Ich bin aber nie. Huch. Niemals sind die von mir. Vielleicht waren die vorher schon drin, zu Spielbeginn. Ja, ich glaube, als wir die Kiste gecraftet haben. Vielleicht für die Pro-Version haben wir vielleicht einfach welche bekommen. Das kann sein. Als Deko-Element oder so. Wie viel Kaktusflower brauchen wir nochmal für einen Trank? Autsch. Weiß ich gerade nicht auswendig. Hast du das Rezept nicht auch? Ja. Gehst du gerade? Nein. Tobi, langweilig hast du hier etwa? Nein. Okay, wir brauchen zwei für einen Trank. Ich habe fünf, aber das hat leider nicht viel. Oh, haben die... Hä? Wo hast du die fünf her? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Das sind diese gelben. Ja, genau. Aber wo kommen die her? Ich habe keine Ahnung, Erik. Ich weiß es nicht. Sehr suspekt, Tobi. Sehr suspekt. Wahrscheinlich aus der Pro-Version. Found in the desert. Used to craft paintable. Wir könnten natürlich auch in irgendeine Wüste gehen und noch mehr von den Dingern suchen, aber... Das wäre boring. Ja. Ja, ich meine, ich will... Oh, ich hasse diese Lags, ne? Ich hasse diese Lags so sehr. So, dann wieder nach oben. So. So. Okay, der Raum ist ja nun ein bisschen größer. Da kann man vielleicht mal Treppen runter machen, zum Beispiel. Und wenn ich jetzt noch... Ich baue wieder ein bisschen hier, ne? Den Raum weiter einfach mal. Ja, 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 wir sind aber eigentlich schon 34 Minuten, ne? Ja, das ist natürlich nicht so gut, ne? Das ist natürlich nicht so gut. Das heißt, ich könnte in der nächsten Folge weitermachen und dann kann ich mir die Zeit totschlagen, bis wir vielleicht Gewissheit haben, was die Kakteen angeht. Ja, ich habe keine Ahnung, du, ne? Das wird mit die Dinger hier. Ja, weiß ich auch nicht, Tobi. Da kann ja viel passieren, ne? Die sehen aus wie Geschenke, diese Kakteen hier. Hm. Man weiß ja nie, ne? Wenn man nicht drin steckt, weiß man nie, was am Ende dabei rauskommt. Auch. Ja. Ja, klar, ne? Ja, klar. Das
Nee, krieg du. Das ist immer so eine Sache. So. Mal gucken. Keine Pilze. Ah, doch, hier. Geil. So. Na, das kann ja heiter werden. Ja, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne? In der nächsten Folge. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen. Tobi, ich baue gerade ein bisschen am Keller. Oh, das finde ich gut. Ne? Hab gedacht, das wäre vielleicht eine tolle Sache, wenn man das mal machen würde. Ja. Gute Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt, ne? Wir wissen es noch nicht genau. Lass mal uns überraschen. Wir werden, da bin ich von überzeugt. Es wird am Ende ruhlen, ne? Also es. Ja. Ohne ruhlen, ohne mich. Das ist mein Lebensmotto. Ein bisschen ja. Widerlich. Hm? Fast ein bisschen widerlich. So, ihr Lieben, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und bis dahin, Dankeschön und Cheerio. Tschüss. Tschüss.